Kurz nach Ende der Landesausstellung fand im schönen Ambiente des Stifts Ranshofen das diesjährige Christkönigstreffen der Loreto-Jugendbewegung statt. Das Thema der diesjährigen Veranstaltung. Der Titel war Siehe, ich mache alles neu. Wir haben also unter dem Motto auch des heiligen Franziskus dieses Thema gewählt. Hier ist ein Augustinerkloster gewesen vorher und jetzt sind hier Franziskanerbrüder, ein Franziskanerpriester hier vor Ort. Vor einem Jahr, als der Georg hier war, das ganze Location anzuschauen, da waren wir alle skeptisch. Aber die Jugend von dem Gebetskreis, sie haben gesagt, ja, das ist alles möglich mit Hilfe Gottes. Und ich freue mich sehr, dass so viele Jugendliche zu uns gekommen sind. Und wir haben vor ca. 8-9 Jahren einen Jugendgebetskreis gegründet in Braunau, in der Pfarre St. Stephan. Und wir sind ganz wenige, wir sind vielleicht 10 Leute und das aber in einer Treue über die 10 Jahre, wo wir uns wirklich regelmäßig wöchentlich treffen. Und dass jetzt einfach so diese Menge an Leuten da ist, das hätte ich mir ehrlich gesagt nie denken traut oder erhoffen traut, dass das bei uns einfach stattfindet. Gell? Die Braunauer wurden tatkräftig unterstützt. Die Organisation geht natürlich nicht mit einem Mann. Wir haben insgesamt ein Team von über 100 Leuten und die Organisation hat schon begonnen, ungefähr vor einem Jahr. Ja, meine lieben Jugendlichen, euch darf ich zuerst begrüßen. Eröffnet wurde das Festival am Freitagabend mit einem Gottesdienst, den Diözesanbischof Ludwig Schwarz gemeinsam mit dem Hausherrn Pater Severin, Regionaldechant Monsignore Stefan Hofer und weiteren Priestern aus nah und fern feierte. Bei der anschließenden Agape im Pfarrhof war Gelegenheit zur Begegnung und zu Gesprächen mit dem Bischof. Die Loreto-Bewegung ist für mich eine sehr gute Sache, ein Geschenk Gottes an die Jugend, dass sie sich bemühen, wirklich hier in der Gemeinschaft diesen Weg mit Christus durch das Leben zu gehen, als Betende, als Engagierte, als solche, die Zeugnis ablegen in der Welt von heute für das Evangelium und für Christus und die sich auch bemühen, beruflich ihren Mann oder ihre Frau im Leben zu stellen. Also eine gute Sache, diese Loreto-Bewegung. Im Abschluss gab es bei eisiger Kälte eine Lichterprozession, bevor es zur Nachtruhe in die Schule Ranshofen ging. Es sind ca. 400 Jugendliche zum Christkönigstreffen gekommen, um in Referaten und persönlichen Zeugnissen neue Impulse und Bestärkung zu bekommen. Hat sich in Oberösterreich eine Tradition eingebürgert, wo junge Leute, es werden immer mehr, ein paar hunderte junge Leute, zusammenkommen, um wirklich Christus als König zu feiern. Das sind Jugendfestivals, so wie wir es an diesem Wochenende erleben, von Freitagabend bis Sonntagmittag, wo Eucharistie gefeiert wird, wo es Vorträge gibt, wo es Workshops gibt, wo es Anbetung gibt, wo es Zeugnisse gibt, wo diese junge Form der Kirche zusammenkommt. Das erleben wir Pfingsten meistens in Salzburg. Noch viel größer, das erleben wir Christkönig immer hier in Oberösterreich und das erleben wir Gott sei Dank in unserem Land an immer mehr Orten. Da gibt es Böller, die Jugendtreffen und viele andere Dinge und ich glaube, es ist ein großes Zeichen der Hoffnung, was wir nicht unterschätzen dürfen für die Kirche in unseren Tagen in diesem Land. 9 verschiedene Workshops standen als Ergänzung des Programms zur Auswahl und am Sonntag zum Abschluss des Treffens gab Margie Seiwald den 100 Jugendlichen noch einige Impulse mit ihrem Vortrag mit. Der Vortrag heißt Jesus macht Jünger und da stecken 2 Sachen drinnen. Jesus macht Jünger, das heißt das Leiden, das Gott zulässt, mit dem, da gibt uns die Kraft, dass wir anders umgehen. Also es gibt ja auch ganz interessante Untersuchungen, das werde ich auch berichten, wie Christen anders mit dem Leiden umgehen, dass sie weniger Herz-Kreislauf-Probleme haben, weniger Depressionen und so. Und das Zweite ist, dass Jesus uns zu seinen Jüngern macht. Also er macht aus uns einen Jünger, einen Nachfolger. Und was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Was muss ich da tun oder was macht er dann mit mir, dass ich tue praktisch? Genau, um das geht's. Was bedeutet dieses Treffen für die Jugendlichen selbst? Ja, ich bin schon voll darauf gefreut, weil es das erste Mal halt da in der Gegend was ist für uns. Und ich gehöre zum Gebetskreis Frauner. Und jetzt dann ist das für das Highlight, weil ganz coole Leute da sind, ein Haufen junge Leute. Das ist schon ein Zeugnis halt für unseren Glauben. Und deswegen, man sagt halt einfach, dass die katholische Kirche nicht schläft, sondern dass der Aufbruch da ist. Das hat auch schon der Georg im Vortrag gesagt. Und ja, dass da einfach mehr dahinter ist, als wir gerade so
ein paar alte Pfarrer und alte Omas, sondern dass da auch junge Leute sind. Und, ja. Es ist für mich ein sehr guter geistlicher Input. Also ich bin jetzt ja dabei als Musiker, das ist ein bisschen pflichtmäßig auch, aber trotzdem, selbst wenn man vorne steht und da eigentlich sozusagen arbeiten muss, ist es einfach eine sehr tiefe Erfahrung, dass so viele junge Menschen beieinander sind und dass man da gemeinsam den Glauben ausleben kann. Wie steht es eigentlich um den christlichen Glauben in Österreich? Ich empfinde Österreich nicht mehr als christliches Land. Also ich glaube, es ist wirklich wahr, dass wir da eine neue Evangelisation brauchen. Es gibt viele Menschen, die zwar glauben, zu wissen, was in einer Kirche los ist oder in einer Messe, aber eigentlich die wahre Bedeutung nie haben erfahren dürfen, also in die Kirchen gegangen sind und dem lieben Gott nie begegnet sind. Und ich glaube, es ist auch wirklich schwer, in einer heiligen Messe Jesus zu begegnen. Ich glaube, wenn man da nicht hingeführt wird, irgendwie ist es sehr, sehr schwer zu erkennen, was für eine tolle Geschichte es eigentlich ist. Oh, die Kirche der Zukunft aus meiner Sicht. Die Kirche steht auf so einem guten Fundament. Also um ehrlich zu sein, ich mache mir keine großen Sorgen. Ich habe Theologie studiert, ich habe Kirchengeschichte studiert. Ich weiß, dass es in der Kirche immer wieder dieses Auf und Ab gegeben hat. Ein Punkt, der mir sehr wichtig geworden ist, ist einfach das ganze Thema der Eschatologie. Das heißt, dass die Kirche einfach eine Bereite ist, dass sie sich bereitet. Ich habe in dem Impuls vorher auch drüber gesprochen, dass sie ihre Urberufung wieder neu erkennt, und die Urberufung der Kirche ist, Braut zu sein und bereit zu sein für den Bräutigam, bereit zu sein für das, was kommt, was geschenkt wird. Das ist meine große Sehnsucht, dafür gebe ich auch meine Zeit und auch mein Leben, und das erlebe ich auch hier in Ranshofen wieder neu, und dafür bin ich sehr dankbar. Und wie zufrieden sind die Veranstalter? Also uns ist aufgefallen, als es geführt war von der Gnade Gottes, einfach vom Heiligen Geist, und dass es sehr harmonisch war, sehr sanft, und man spürt einfach die Gegenwart Gottes hier vor Ort. Und das haben auch andere, die hier teilgenommen haben, uns berichtet. Also es ist sehr zufriedenstellend abgelaufen.